sechsten Sinn, mit dem er spürt, wenn sich Reptilien in seiner Nähe aufhalten. Zielstrebig klettert er den Hang hinauf, um nachzusehen, was sich dort oben versteckt. In der Wildnis sollte man immer die Ohren spitzen. Hört man das durchdringende Geräusch einer Rassel, ist Vorsicht geboten. Dieses Warnsignal haben Klapperschlangen vor Tausenden von Jahren entwickelt, um nicht von größeren Huftieren wie den Büffeln zertrampelt zu werden. Das ist der typische Lebensraum der gefleckten Klapperschlange. Heute ist es bedeckt und gegenüber gestern deutlich kühler. Bei solchem Wetter gehen die Tiere auch tagsüber jagen. Irgendwo hier ist eine, das habe ich im Gefühl. Steve irrt sich nicht. Schon kurz darauf entdeckt er eine der gut getarnten Schlangen, die sich zwischen den Felsen auf die Lauer gelegt hat. Eine gefleckte Klapperschlange. Eigentlich sind die Tiere ziemlich angriffslustig. Dieses Männchen ist kühl, sehr kühl. Die gefleckte Klapperschlange gehört zu den vier Klapperschlangenarten, die im San Diego County vorkommen. Dank der besonderen Färbung und Musterung seines Schuppenkleids ist der Bursche auf dem Granit kaum zu erkennen. Mit der zweizipfligen Zunge nimmt er ständig Gerüche aus der Umgebung wahr. Ich zeige euch einmal den Schwanz aus der Nähe. Dann seht ihr die kleine Rassel. Sie vibriert nicht. Das Männchen verhält sich total ruhig. Deshalb wage ich es, unseren Freund einmal ganz vorsichtig hochzuheben. Sowas Gefährliches solltet ihr mir auf keinen Fall nachmachen. Ich kann das Risiko einschätzen, denn ich arbeite seit meiner Kindheit mit Reptilien. Vor Klapperschlangen habe ich besonderen Respekt. Mit ihren langen Giftzähnen können sie blitzschnell zubeißen. Ich bin froh, dass dieser Bursche so friedlich ist. Ein fantastisches Tier. Okay, jetzt lasse ich dich wieder frei. Eine gute Tarnung ist für Klapperschlangen überlebenswichtig, denn sie haben viele Feinde, wie zum Beispiel Greifvögel. Nach diesem tollen Fund geht es weiter am Kanal entlang. Tiere aller Art kommen hier ans Ufer, um zu trinken. Immer wieder rutschen sie am Beton ab und fallen ins Wasser. Säugetiere sind eher in der Lage, sich an herabhängenden Zweigen oder Ästen festzuhalten und wieder herauszuklettern. Aber Reptilien haben meist schlechte Karten und werden von der Strömung mitgerissen. Für sie ist die Reise erst zu Ende, wenn sie nach rund 11 Kilometern unten im Tal ankommen. Hey Steve, ich glaube, da schwimmt eine Klapperschlange. Bring noch einen Ast. Nein, nicht nötig, ich hab sie. Eine Hellerie. Du bist ja ein süßer kleiner Fratz. Gut, dass du so schnell reagiert hast, Schatz. Das ist eine südliche Prärieklapperschlange. Sie ist noch recht jung. Erwachsene Tiere werden viel größer. Der Bursche hat eine niedliche Rassel. Aber ihm ist zu kalt, um uns damit zu drohen. Ein wundervolles Exemplar. Er ist kerngesund und steht gut im Futter. Wahrscheinlich, weil er hier genügend Nager erlegt. Bestimmt wäre er an Unterkühlung gestorben, wenn wir nicht zufällig hier vorbeigekommen wären und ihn gerettet hätten. Aber nicht nur dieser Wasserkanal, auch die Straße dort ist für Tiere enorm gefährlich. Der wissenschaftliche Name dieser Schlange lautet Crotalus viridus helleri. Ich denke dabei immer an den Song Highway to Hell. Denn die Tiere können einem wirklich die Hölle heiß machen. Sie sind kleine Teufel, die einen sofort beißen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber dieser kleine Bursche hier rührt sich kaum. Er ist immer noch ganz steif. Das Wasser war einfach zu kalt für ihn. Wäre er noch länger da drin geblieben, hätte er das garantiert nicht überlebt.
Ich hebe ihn einmal vorsichtig am Schwanz hoch. Normalerweise würde ich mich das nicht trauen. Denn die südlichen Prärieklapperschlangen sind nicht nur verdammt angriffslustig, sondern haben auch noch ein hochwirksames Gift, das aus Blut- und nervenschädigenden Komponenten besteht. Nach einem Biss muss man sofort ins nächste Krankenhaus. Selbst eine so kleine Schlange kann einem unter Umständen eine tödliche Dosis verpassen. Klapperschlangen retten, ja, das macht Spaß. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwo hinbringen, wo er weit genug weg ist von diesem Kanal und dem Highway dort unten. Ich will nicht, dass der Bursche noch einmal da hineinfällt oder plattgefahren wird. Hoch mit dir, ich bring dich an einen sicheren Ort. Na komm, du brauchst keine Angst zu haben, Kleiner. Gut gemacht, Harry. Unsere nächste Etappe führt uns in den Osten der Vereinigten Staaten. Wenige Autostunden von der Hauptstadt Washington entfernt, wollen wir die Ausläufer der Appalachen erkunden. Die ausgedehnten Laubwälder in dieser gebirgigen Landschaft sind die Heimat einer der größten Klapperschlangen Nordamerikas, der Waldklapperschlange. Um Terry ein wenig zu schonen, haben wir beschlossen, dass ich mich in dem steilen Gelände allein auf den Weg mache. An einem vereinbarten Treffpunkt wird sie mich später wieder abholen. Nach den trockenen und heißen Gefilden im Südwesten freue ich mich, in einem schattigen Wald auf Schlangenjagd zu gehen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, die Tiere auf dem laubbedeckten Boden aufzuspüren. Endlich höre ich eine Rassel. Eine Waldklapperschlange. Und was für ein Brummer. Wahrscheinlich hat sie nach der Winterruhe ihre erste Beute verspeist. Ihrem dicken Bauch nach zu urteilen, könnte es ein Erdhörnchen gewesen sein. Ganz ruhig. Sie will in ihre Höhle. Mich findet sie wohl nicht besonders sympathisch. In 3 amerikanischen Bundesstaaten wurde diese Art bereits ausgerottet. In weiteren 10 Bundesstaaten ist sie vom Aussterben bedroht. Hier im Nordosten kommt sie im Flachland fast nicht mehr vor. Größere Populationen findet man meist nur noch in solchen Gebirgsregionen. In manchen Gegenden führte man einen wahren Feldzug gegen die Tiere. So hat der Staat New York früher sogar Prämien bezahlt, wenn Leute die Winterquartiere der Reptilien mit Dynamit in die Luft gesprengt haben. Gott sei Dank hat sich das geändert. Nun stehen Waldklapperschlangen unter Naturschutz. Und ich hoffe, dass uns diese bemerkenswerten Tiere erhalten bleiben. Dieses Exemplar hat sehr dunkle, fast schwarze Sattelflecken am Rücken. Ein Vorteil in den kühlen Bergen, wo die Schlange in Höhen bis zu 3000 Metern vorkommt. So kann sie sich sehr schnell aufwärmen. Ihr wissenschaftlicher Name ist Crotalus horridus, was so viel wie schreckliche oder abscheuliche Klapperschlange bedeutet. Aber Angst braucht man vor ihr nicht zu haben. Sie ist scheu und nicht besonders aggressiv. In der Regel verkrümelt sie sich, wenn sie auf Menschen trifft. Fühlt sie sich bedroht, rasselt sie natürlich wie andere Arten auch. Seht euch ihre Rassel an. Ist sie nicht ein Prachtstück? Waldklapperschlangen haben wirklich außergewöhnlich schöne Rasseln. Die Süße hier ist völlig friedlich. Ich verstehe gar nicht, was an diesen Schlangen furchterregend sein soll. Sie sind großartige Geschöpfe. Nicht beißen. An diesem Tag meint es Fortuna gut mit Steve. Ganz in der Nähe stößt er auf eine weitere Schlange. Unglaublich, da ist noch eine. Man muss echt gut aufpassen, wo man hintritt. Zwischen den Blättern sind sie kaum zu erkennen. Sie ergreift nicht die Flucht, sondern kriecht ganz ruhig weiter. Sie züngelt in diese Richtung. Vermutlich ist dort ihr Schlupfwinkel. Auch das hier ist ein stattliches Exemplar, ein richtig strammer Bursche.
In diesem Teil der Appalachen gibt es mehr Waldklapperschlangen, als ich vermutet habe. Mit ihrem hervorragenden Geruchssinn orientieren sich die Reptilien zielsicher im Gelände. In einem Umkreis von 3 Kilometern können sie am Duft erkennen, wo sich ihre Höhlen befinden und auf dem schnellsten Weg dorthin zurückkehren. Passt auf, gleich verzieht sich unser Freund in seine Bude. Jetzt ist er happy. Schauen wir uns noch ein bisschen in dieser Ecke um. Wisst ihr was? Ich bin in der Welt schon sehr viel herumgekommen. Aber sowas Abgefahrenes habe ich noch nie erlebt. Auf Schritt und Tritt begegnet man hier einer Klapperschlange. Hey, da liegt eine ganz junge auf dem Felsen. Für diesen kleinen Racker brauche ich einen Stock. Ohne ihn wage ich es nicht, eine junge Klapperschlange anzufassen. Denn ehe man sich versieht, hat sie einen gebissen. Ein niedlicher Kerl. Das ist meine erste Babyklapperschlange. Baby trifft nicht mehr ganz zu, weil er schon knapp ein Jahr alt ist. So, ich leg ihn mal hier hoch. Alles okay, Kumpel. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig nervös. Babyklapperschlangen sind unberechenbar und können selbst aus dieser Position hochschnellen und mit ihren Giftbeißerchen meine Hand attackieren. Hoppla, genau das hatte er gerade vor. Werft mal einen Blick auf seine Schwanzspitze. Die winzigen Rasselglieder vibrieren zwar schon tüchtig, aber man hört sie kaum. Der Knirps ist gar nicht so wild, wie ich dachte. Für eine junge Klapperschlange ist er ziemlich ruhig. Nicht beißen. Halt, hier geblieben. Das ist die kleinste Schlange, die wir bisher gefunden haben, und sie strotzt vor Gesundheit. Okay, jetzt bringen wir dich zurück zu deinem Sonnenplätzchen. Wo war es noch? Ach ja, hier hat er sich zusammengerollt. Waldklapperschlangen bevorzugen felsige Südhänge zum Überwintern. Früher versammelten sich dort noch hunderte von ihnen. Heute stößt man an solchen Stellen auf eine viel geringere, mit etwas Glück aber immer noch beachtliche Anzahl von Tieren. Wieder eine. Sie döst dort unter diesem Stein vor sich hin und hat eine wunderschöne braune Färbung. Na, wie geht's? Du hast ja eine große Rassel. Weg ist sie. Fast hätte sie meine Hand erwischt.